Punkt da heißt, beginnt. Watch for cameras and bank employees. Ran an die Kohle. Before you go in, and remember, cash is king. Dieser Heist hat das Besondere, dass man ihn grundsätzlich auch im Stealth-Mode machen könnte. Das heißt, man ist nicht von vornherein im Kampfmodus. Wir gehen da jetzt ohne Maske, sind praktisch einfach eine zivile Person. Ja, in voller Ausrüstung. Erregen kaum Ärgernisse. Noch. Noch, ja. Wird sich dann bald ändern. Jetzt schauen wir mal dahinter die Bank. Da sieht man einen Rückeingang. Okay, da ist einmal ein Müllcontainer, da können wir Leute entsorgen. Ja, wobei wir machen eh laut, also. Wir knallen ab. Die Leichen, die jetzt produziert werden, die bringst du nicht in den Müllcontainer. Da haben wir ist eine zu Videokamera. Wenig Säcke. Okay. Gut, dann nehme ich da mal die Tasche auf. Wir setzen unsere Maske auf. Ab jetzt sind wir im Kampfmodus. Und jetzt würden wir auch sofort auf unsere Aufmerksamkeit ziehen, wenn uns wer sieht. Okay. Ich habe den Bohrer genommen. Dann gehen wir zur Hintertür, über die Seitentür haben wir gesehen, da ist eine Videokamera, die würde sofort alarmieren. So, öffnen da die Tür. Oh, da ist jemand. Irgendjemand sieht mich. Ja, andere Straßenseite. Kannst du den bitte mit dem Kabelbinder? Okay. Und der ruft gleich. Unterdrücken. Und Kabelbinder an den. So, mein Süßer. Und schleppen dort in die Seitengasse, dass man nicht gleich sieht. Okay. Soll sie da hinter den Müllcontainern hinlegen. So, die Tür ist da offen. Ich warte mal. Ja. Vorläufig geh auf dich. Her da. Da, komm her. Das haben wir auch noch nie gehabt. Hey! Du, da. Verrückter. Da, geh her. Da. Vorne. Wie werde ich den wieder los? Ah ja. Hinsetzen. Ups. So. Passt. So. Aufpassen, dass das sonst niemand sieht auf der Straße. Ja. Ja, der ist weg. Okay, ich bin da. Da drinnen steht eine Wachperson. Wartest du vielleicht hier am Eck? Ich versuche, ohne dass er Alarm auslöst, da noch vorzukommen auf dem Tresor. Okay, oder soll ich von oben mal reinschauen? Beziehungsweise du hast da einen Schalldämpfer drauf, gell? Yep. Dann könntest du die Wachperson weg, müsstest aber dann rein und den Rest der zivilen Personen sofort unterdrücken. Wo ist er denn? Ah, er ist schon weg. Okay, dann gehen wir gleich mal durch. Soll ich da warten? Jetzt oben. Haben wir ausgelöst. Kein Problem. Okay. So, jetzt geht's los. So, sofort alle unterdrücken, Kabelbinder ran, so. Dass wir einige Geiseln haben. Geiseln sind nämlich immer wichtig. Bringst du die Richtung Safe? Ja. Ich öffne dann nämlich gleich die Bankung ab. Ah, ja. So, ich habe alle meine Kabelbinder da angelegt. Hey, wechsle auf die Säge. Öffne die Bankomatkasse. Hier rammt er. Ei, sorry, das war mein Fehler. Gerade eine Geisel mit der Säge erledigt. Okay. Ja, die war zu nah an der Bankomatkasse. Komm doch her. So, also die ersten 23 haben wir. Ich mal 23, so, und da sind auch schon die ersten Einsatzkräfte. Unser Bohrer läuft da hinten. Ja, der läuft. So. Okay. Ich schau nochmal nach dem Bohrer. Er läuft. Passt. Gut, dann Geiseln nach hinten. Okay. Und die Seitentür machen wir auch mit einem Bohrer auf. Okay. Die ist nämlich nicht schlecht, da kann man sie verstecken dahinter, wenn die offen ist. Wo rennst denn du herum? Setz dich hin da. Da läuft dann einer hinsetzen. Passt. Okay, soll ich noch welche durchholen, oder?
Ich habe da nur eine, ich glaube, wir haben dann genug. Okay. Wir werden sowieso wahrscheinlich nicht in Haft genommen werden. So. Tibra bleibt vielleicht bitte beim Bohrer. Ja, ich beobachte das. Stell da die zwei ab. Okay, ich starte so den Bohrer mal. Okay. Die werden eher der mobile. Die hat da viel herumlaufen jetzt. So, Bohrer läuft. Sehr schön. Hey, du stehst im Weg. Alter. Der ist weg. Hintertüre. Dann schauen wir gleich mal genau nach hinten. Ich bleib hier in der Nähe von Bora und schau. Wenn bei dir die Munition knapp wird, sagen wir es früh genug, dann lege ich eine Munitionstasche auf. Zwei habe ich mit, eine brauche ich für die Säge. Okay. Irgendein Bora geht nicht. Ja, hier an der Hintertür. Ich mag schon. Ich komme wieder nach unten. Yep. Seitlich ist relativ ruhig. So. Ich sehe. Ah, da oben. Am Dach. Hinsetzen, hinsetzen. Achso, das bist du. Schaut aus mit der Bohrer, die gehen. Seitlich kommen sie auch schon rein. Ja. Ah, da vorne. Bohrer. Der schießt, der schießt. So, Bohrer stehen. Ja. Achtung. Den kleinen mag ich. Okay. Auch den großen. Ja, ja, irgendwer schießt auf mich. So, Waffen wechseln. Waffen hier rum. Die Hinter. Ah, fuck. Geh weg, geh weg. Oben ist einer, oben. Ja. Ach du. Sautegen. Ja, du musst seitlich ihn entdecken. Ich nehm seitlich den Bohrer. Der liegt schon wieder. Schauen, dass die Tür aufgeht, weil dann kannst du da jederzeit verstecken. Gas im Schalterraum, nicht mehr reingehen in den Schalterraum. So. Ich habe die normale Schwierigkeit gewählt und da sind FBI. Einsatzgruppen dabei. Okay, gehen wir weiter zum Keks. Okay, magst du die vorne? Ja. Oben am Dach. Hinter dir. So, weg damit. So, der Raum ist offen. Du kannst dich jederzeit jetzt unter diese Tür stellen. Alles klar. Und ich glaube, der Safe ist offen. Ja, einen Bohrer drinnen setzen. Falls die Tür noch zu ist. Ja. Normalerweise ist die Tür zu. Bohrer ist gesetzt. Sehr schön. Raum. Ist er also, schon ganz offen? Nein, ist noch nicht offen, aber ja, er bleibt bitte stehen. Schau ich jetzt mal, irgendwo wäre dann Munition weg. Ja.
Wobei, es sind ja schon ein paar Herrinnen, die werden wir dann gleich sehen, dann. Und da seitlich eine Hinflucht im Tresor. So, die Geiseln sollten wir dann reinholen mit Schildern erschossen. So, ich sammle da mal die Munition, oder? Ich starte den Bohrer mal. Ja. Aber mal. So. Haupteingang ist wieder gesäubert. Okay. Seitlich. Bohrer läuft. Okay. Kurzes Verschnaufen. Ja, erster Polizeifahrstoß ist immer vorbei. Okay, ich geh zu. Ah, da oben sind sie. Okay. So, ich schau mal hinten, nachdem es jetzt da ruhig ist. Ja, ich schau da. Schau mal aufs Dach drauf. Ich bleib beim Bohrer und schau, dass das. Oh, da stehen welche. Oh, Scharfschütze am Dach irgendwo. Ja. Ah, da drüben ist er. Hab ihn. Sehr gut. Okay, ich starte den Bohrer nochmal. Bohrer starten. Mhm. Bin schon dabei. Komm schon! Yes. Okay, ich brauch Muni. Gut, jetzt. Liebe meine Kleine. Ah, SWAT. Ich bin ja so lange zu Hause. Ja, das Game ist Adrenalin pur. Oh, sie kommen schon hinten. Ja, komm weg her, mit euch. Komm her, komm her. Oh, ich starte wieder im Bohrer neu. Ja. Komm schon. Jetzt erläutert er. Wie lange haben wir noch? 40 Sekunden. Seitlich haben wir jetzt einen schweren Angriff. Okay. Sind, ja, in der Lobby auch. In der Lobby auch. Komm her. Hinter dir. Okay, Achtung, Granate. Noch eine. Sollen wir das okay. Versteuern? Nicht hinschauen. Komm schon wieder. Jungs. Lasst uns unsere Arbeit machen. Ja, sobald jetzt dann der Tresor offen ist, platzieren wir unsere beiden Gangmitglieder da drinnen. Oh shit, ich lieg am Boden, ich lieg am Boden. Gut, ich komme. Irgendwer hilft mir schon auf. Tresor offen, ich geh rein. Ja. Oh ja. Money, money, money. So, wir gehen rein. Oh ja, ich liebe das Money. Und stellen. Den da mal gleich ab, der steht nämlich hier perfekt, wo er jetzt ist. Wo ist der zweite? Ich leg die alle in die Ecke, oder? Ja, ja. Wir sammeln mal alles an der Ecke. Ja, die Kohle da in die Ecke. Mehr Jacket. Ich hätte gern da herüben stehen. Ich bin Meister im Einsacken. Komm schon mit da. Und ganz eingangsbereit ist voll. Ja. So, nachdem es. So. Yes. Money makes the world go round. Halt mir nicht wie die zwei stehen. Okay. Die sind wir bis jetzt immer noch nicht da, was ich jetzt stehe. Mach mal auf.
Das mache ich mit der, okay, mit der Säge. Aber... Dann... Ja, checkert lassen, oder? Ich schieß dir mal. So, Hoxton, könntest du dich bitte bewegen? Das wird nichts, dann lassen wir da stehen, wo er jetzt ist. Kümmerst du dich jetzt um den Eingangsbereich? Ja. Dann mach ich mit der Säge mal auf. Wenn du Hilfe brauchst, klatsch rein. Ja, Achtung, das, ups, das Munipack lasse ich hier hinlegen und Tisch ist nur für die Säge. Dass okay, alles offen ist. Ja. Wenn es zu viel wird, sagen. Oh, Leichen stapeln sich. Weil ich sehe jetzt nicht zum Eingang. Können wir dann wieder changen. Heute zwei sind eh. Ja, lass die Munition da. So, ja, mit der Säge ist es eindeutig schneller, also ihr glaubt nicht, wie lange es dauert, eine so eine Kassette von Hand zu öffnen. Du bleib draußen, du Ratte! Du hast die Arzttasche mit, oder? Die kannst du dann einmal hinlegen. Ja, wenn es geht. Wo aktiviere ich die Arzttasche? Bei dir ist das, glaube ich, okay. Oh, ja, oh, ja, stimmt. Ich habe meine Tastaturbelegung immer. So, sie kommen. Helfen? Ah, hab sie schon. Du stehst nicht drauf. Kümmert mir mal meinen Eingangsbereich, dann kannst du dir die Arzttasche da wo seitlich hinlegen. Ja, dann am besten da ins Eck. Yes. Und ich werde mich gleich mal verarzten, ich bin nämlich schon gelegen. So, bin wieder aufgeladen. Soll ich da so ausräumen? Ah, nein, ich würde gerne wieder dann die Säge, ehrlich gesagt, verwenden. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, warum ich mich nicht getrieben habe. Ich habe einen Schnittträger da. Der lebt ja noch. Jetzt. Sechs. So, passt du wieder am Eingang auf? Dann mache ich weiter. Ja. Ja, das ist der einzige Nachteil bei der Säge ist, das merkt man glaube ich gerade, die Säge bleibt da. Nicht, lass mich. Dadurch, dass da das SWAT-Schild steht. Das Schild ist weg. Im Moment ist es gerade ruhig. Jungs, ich brauche eure Muni. Seitlich die haben auch noch immer liegen. Ja. Im Moment geht's noch. Ganz ruhig. Ich glaube, die nächste Welle kommt dann gleich. Ja, das zeigt sich immer an. Wenn man rechts oben da der gelbe Balken anfängt ins Laufen, dann kommen sie. Einzelne werden wahrscheinlich nicht mehr da sein. Ja, und da kümmern sich die anderen zwei drum. Sobald ich ausräumen soll. Scheiße, ihr Kommuni!
Und ich bin verletzt. Ja, hilft doch. Ich muss mich verarzten, ich muss mich verarzten. Ja, genau. Yes, bin wieder. Geht's? Ja, ich brauche nur Munition. Achso, du hast noch keine Munition. Ne? Sag nicht. So, geht. Übernimmst du wieder? Ja. Passt. Dann geh wieder auf die Säge. Mal schauen. Ah, Scheibling, warum läufst du nur vorbei? Scheiße, Muni, ich hab keine Muni. Wie kann denn das sein? Du bist ja gerade nicht gekommen. Ja, irgendwie hat er nicht nachgeladen. Gibt irgendwo eine Taste, wo du selber nachladen kannst. Das habe ich, aber es hat nicht geklappt. Warte, ich nehme mal eine. Es muss sein. Ich muss da raus. Warte, da krabbelt schon wieder einer herin. Ich so, ich hab die Munitionstasche geraubt. So. So, übernimmst du wieder, es wird dort schon nichts unterlaufen. So, dann geh wieder auf die Säge. Ich bekomme jetzt nur ein paar Reihen. Nur eine Munition für die Säge. Ich glaube, die Schweine sammeln sich gerade, ja. Also was hat denn los jetzt mit der Deppe die Säge? Ja, die Tür geht schon wieder, aber was geht's da? Das ist viel, wie wenn die anderen zwei nicht schießen würden. Ja, wir werden die, warte mal, gib die frei, die sollen sich da frei bewegen. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Die stehen auch schlecht heute, wenn sie. Also stellen sie die da hinten in die Ecken hin, das ist. So, letzte Munition, Tasche weg für die Säge. Aber es ist auch fast alles. Was tust du in der Ecke einschauen? Raus. Nicht. So, du kannst alles ausräumen. Ja. Es müsste alles offen sein und jetzt übernehmen ein kann. Okay. Ich muss. Ah, da ist seitlich noch ein Schloss. Ist noch einer zu oder was? Ja, und zwar da seitlich links von mir. Okay, den mache ich dann zum Schluss. Räumen wir mal alles aus, ich gehe dann nicht mehr durch. Ja, alles nimmt er nicht, ne? Alles nimmt er. Also alles, was Wertsachen sind. Ja. Diese alten Bücher und so Briefumschläge und diese komischen Metallen. Okay. Für das oberste Fach musst du sprengen und beim untersten kann sein, dass du dich ducken musst. Ja, das habe ich schon. Aber ich gehe es dann nicht zum Schluss noch nicht durch. Weil wir müssen über die Straße in einen schlechten Fluchtpunkt. Warum habe ich Schieflage? Nicht so schwer? Ah ja, da. Kohle.
Kohle. So, so es ist wieder mal ruhiger, ich sammle da die Munition aus. Ja, hier mit die Glonker. Glonker alles meins. So, wo ist der, was geschlossen ist? Rechts, von ganz rechts habe ich noch irgendwas gesehen, dass ich nicht auch kurz das Schloss knack. Ah, da, links. Hm? Das andere rechts. Das andere rechts, genau. Ah ja, klar, oder? Ja. Ja. Genau, ist ja noch was. Ist auch cool. Ist das Gold? Du check it, du stehst im Weg. Hier rein. So. Jetzt. Wait, warum ist da schon wieder was drin? Oder? Da war vorher nichts. Kann das sein? Das will doch vorher nicht da. Ja, du kannst nicht mehrere große Pakete nehmen. Ja. Immer nur eins in eine Tasche mit Kleinigkeiten. Ja. Dann haben wir noch viel auszuräumen. So, ich sammle mal wieder Munition ein. Ja. Ist aber selbst schon wieder. Mit der drüben leichte Schublade. Kann ich Gold mitnehmen. Ja, kann sein. Die sind auch deutlich schwerer, die Packs, weil mit denen bewegt man sie langsamer und kann auch weniger weit werfen. Hast du nicht einen Weitwurfarm gelevelt? Ja. Sehr praktisch. Habe ich, aber beim Gold scheitert auch dieser Arm. Naja, bringt doch das weniger werden. Aber es ist ja auch richtig, ja. Obwohl die sieht aber sehr schwer aus. Ja, so. Ei. Hopp. So. Jetzt sollen wir rein wieder. Da kommt gleich der nächste Anstieg. Okay, ich habe sehr viel geschafft. Mhm. Schau nochmal durch. Okay. Übernimmst du den Eingang? Ja. Kommen gerade. Und noch bin ich ja da. So, dann geh ich mal durchschauen. Ja, da ist noch was. Ja, ich könnte mal leicht was übersehen. Da ist noch was. Da ist noch was. Scheiße! Was ist? Naja, schon wieder. Munitionsmangel, Achtung! Achtung! Soll ich helfen? Jep, bitte, bevor sie reinkommen. Da seitlich liegt nur ein Munipack. Ja. Kannst du raus? Ja, da draußen. Ich nehme schon, Achtung. Ja, dann steckt ihr da einmal in den Eingangsbereich ab. Sehr gut, ja, jetzt Flügel geht da raus. Der am Boden ist noch, jetzt ist er extra. Ich werde da noch meine Mühe aufnehmen. Wir müssen dann sowieso den ganzen Scheiß in die Straße. Ja, du musst die zwei reinbringen, weil jetzt da kommen.
Kollegen reinschicke. Du komm auch rein. Ne. Jetzt nicht. Stell dich schon auf. So, und jetzt rein. Na, die war nicht viel. Meine, da verbrennen sie. Okay. Ich geh mich mal heilen. Boah, das Helferkit. Das Helferkit ist weg. Ja, das brauchst du, ne? Ja. Die Zeit. Oh, Scheiße. Sobald der Polizeivorstoß vorbei ist, nehmen wir die ersten Taschen und laufen mal. Ich hab kein zweites Helferkit, gell? Nein, ich glaube, du hast das deine. Mir geht's nicht so blenden. Dann bleib ich ja hinten, da gibt's eh so eine Ecke und da hinten versteckst du dich. Du musst nur leben bis zum Bus wieder. Aber ich glaube, zweimal dürfen sie ja noch aufstellen oder dürfen. Nein, einmal. Zweimal haben wir das schon. Gott sei Dank gibt's da nicht Rally Fire. Könnte man einschalten, oder? Ja, lieber nicht. Sonst hättest du schon jede Menge Kugeln im A. So, jetzt ist es ruhig, jetzt geht auch schon nicht durch. Du passt bitte ein bisschen auf den Eingang auf. Da kommt wer. So, ich schau da hinten noch. Gleich nachladen. So. Da ist nichts mehr. Da war noch was. Da ist nichts mehr. Da ist noch was. Da ist noch was. Schon so, wieder. Wir haben alles. Nimm dir eine Tasche. Okay. Wir gehen jetzt raus. Ich lade noch nach. Und du bleibst dann gleich drüben beim Bus. Okay. Stell da die zwei dazu und nur mehr ich laufe hin und her. Geht's? Ja, es geht. Gut. Du bleibst immer ungefähr im Zentrum von uns. Ja. Alter Falter, bin ich langsam mit der Scheißtasche. Scharfschütze da oben rum. Ist er weg? Ja. Achtung, lass mich als erstes, weil da sind jetzt auch welche, da sind wir die Scharfschützen wegkommen. Die scheiß Scharfschütze, da und da, ah, wer geachtet da von mir. Noch nicht rausgehen. Ja. So, ich geh mal rüber. Oh, am Dach. Ich krieg den Scharfschützen doch nicht. So. Shit. Ja, das. Ich bin. Ja. Wir stellen die Ecke auf. Ja. Wow. So, ich komme retour. Bist du da? Ja, mir ist kritisch, das überlege ich. Wir schauen, dass wir das gleich rüberbringen. Ich stehe da in der Ecke und. Oh, sie kommen von hinten auch. Geh retour in sie. Du kannst ja die Tasche fahren. Voll. Gut, dann muss ich in sie fahren. Das ist scheiße. Was ist da voll? Ah, vorm Sieg, sorry. So ist es mir. Ja, das war zu langsam. Ich hab nicht damit gerechnet. Ah.
Der geht nicht drauf. Jetzt. Okay, wie schaut's aus? Gut, gut. Leichen. Hinter dir? Das kann auch nicht laufen. Muss ich dann noch die Mumie einsammeln? Ja, ich nehme mir eine aus der Tasche. Mhm. Wenn das geht. Hier gehen wir den Tresor. So ein großartiger Tank wie du bin ich noch nicht. Ja, es ist halt einfach ein Unterschied vom Level her. Ne? Mhm. Da müssen die Fertigkeitenpunkte halt wesentlich mehr Unterschiede freigeschalten. Mhm. Natürlich die Armor, die ich verwende, bringt das sehr viel. Mhm. So, ich sammle wieder mal Munition. Okay. Mit der Tasche macht mich enorm langsam. Ja, na, du tragst keine mehr. Du läufst einfach ohne Tasche mit dir und die Tasche. Du ja. Bleibst dann drüben beim LKW, da ist so ein Mülltonne, da versteckst du dahinter. Okay. Und schießt einfach ein paar weg, die halt so in der Gegend herumlaufen. Ja. Zu, dass die Straße halt gesäuert bleibt. So, jetzt müssen wir. Du schmeißt die Tasche weg, du hast ja keine Ahnung. Ja. Wo kommt das? Her? Wenn wir jetzt nicht rüberkommen, dann brauchen wir ein paar. Okay, ich bin hinter dir. Scharfschütze? Oh. Ja, lauf, lauf. Einfach sprinten. Ja, das ist gut. So, und da steckt er. Gut, passt. Okay. Oh. Stell dich auf und du bleibst hinter der Linie. Okay. Ich laufe mit den Taschen hin und her. So, einfach hinsetzen da hinten. Lapp und zu in der Vorliegen. Wo ist noch ein Scharfschütze? So, ich laufe wieder rüber. Wieder mit einer Tasche. Ja. Feuerschutz, Feuerschutz. Da ist irgendwo ein Scharfschütze. Ja, der ist da ganz hinten oben. Okay, meine Energie ladet sich wieder ein bisschen. Okay, wer liegt da? Achso, das bist du nicht. Nein, bin ich nicht. Was
So, ich laufe wieder. Ja. Ah, jetzt liegt der wieder. Lass ihn liegen da. Der andere stellt ihn hoffentlich auf. So, nächste Tasche. So, Feuerschütze kommen wieder. Oh, scheiße, da stehen jetzt die. Oh, kacke, ich flüchte schon. Ah, doch. So, ich muss mir meine Panzer auffüllen. Ich bleib da jetzt noch ein bisschen sitzen hinten. Passt, wir sind wieder auf 100%. Was machen die beiden? Da oben sitzt irgendwo rechts ist ein. Ja, der ist in den Bäumen da drin. Ich bin auch schon hier. Oh, Scheiße. Jetzt liegen die beide. Oh, okay. So, meine Panzerung ist wieder voll. Jawohl, den Sniper habe ich. Scheiße. Hm. Naja, jetzt sind es beide eingesperrt. Keine Granaten mehr. Puh, so, ich laufe nochmal. Oh ja. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Im schlimmsten Fall müssen wir da schon überlassen. Okay. Mit der nächsten Tasche. Ja. Wo sind die Säcke? Was bist du schon wieder gelaufen? Er sitzt gerade hinter dir, jetzt springt er. Ach so. Es befindet sich leider keiner. Oh Scheiße, da ist keine Munition mehr, mir geht da die Munition jetzt aus. Scheiße. So, ich komme wieder. Wir müssen. Schaut es bei dir mit der Mini aus? Schwach, schwach, ganz schwach. Schwach. Ah ja, es ist gut. Ah, eine schaffe ich noch. Lauf. Okay. Shit, ich bin ja mit 2 oder 3 Taschen. Komm wieder. Okay. So. Was machen wir? Hauen wir ab oder? Ich bin schon am Laufen. Ja, schaffst du das noch? Ich kann dich nicht aufstellen. Nein, das kann ich schon. Der kommt zu mir, der Ratte. Ein Retour am Kreuz.
Fast da, fast da. Da, Tasche drinnen. Füll mein Panzer. Okay. Und lauf nochmal. Okay, okay. Vorletzte Tasche. Vorderreiß nicht heraus oder willst du alles? Naja, ich bin da schon sehr schwierig, diese Bundesverletzung. So, ich komme mal wieder. Ja. Bin da. Falsch. Falsche Taste. Hinter die Mülltonne. Und ich laufe nochmal. Dann holen wir die letzte auch noch. Kannst schon im Bus sein, Bill? Ich bin in Position abzuhauen. Das war's. Ja, jetzt schauen wir mal, ob die uns verfolgen, oder? So, ich würde mal sagen, jetzt beenden wir mal die Folge, oder? Naja, ja. Punkrap war mit Erfolg, also wir können jetzt das noch durchlaufen lassen. Aha. Wir sehen, was die Tibra dazu bekommt. Bei mir ist ja nicht mehr so viel für so einen Einsatz. Ja, nett. Da war da ein Wurfstern. Kann sein. Ja. Ah, doch. Oh, shit. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Ausrüstung, ich wechsle jetzt. Und zwar gehe ich auf das andere Gewehr und auf die Pistole. Ich brauche jetzt die Säge nicht mehr. Und wir werden jetzt noch fliehen müssen, aber das in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet ein, wie es weitergeht bei PD2 und wie die Tibra ihr Vermögen in Sicherheit bringt. Und genau. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.